Liebe Freunde, weil ich das Thema der Gebetsleitung der Frau im Rahmen meiner Dissertation behandelt habe, werde ich oft dazu gefragt. Ich liefere folgende Informationen der islamischen Normlehre zum Thema. Die Gebetsleitung einer Frau für die Frauengemeinschaft ist übereinstimmend legitim. Die Gebetsleitung der Frau auch für die Männergemeinschaft ist umstritten. Die Mehrheitsmeinung der Gelehrten gehen davon aus, dass eine Frau nicht dazu befugt ist, auch für die Männer das Gebet zu leiten. Eine Randmeinung wiederum sagt, dass sie doch das Gebet auch für die Männer leiten darf, wenn es ein Bedarf besteht. Diese Meinung wird von der hanbelitischen Rechtsschule vertreten. Es gibt aber auch Gelehrten vom 9. und 10. Jahrhundert, die uneingeschränkt die Gebetsleitung der Frau zugelassen haben. Das sind Abu Thawr al-Baghdadi, Ismail ibn Yahya al-Muzani und Ibn Jarir al-Tabari. Uneingeschränkt bedeutet, dass die Frau sowohl die Pflichtgebete als auch die zusätzliche freiwillige Gebete leiten darf. Was das Freitagsgebet angeht, bestehe ein Konsensus darauf, dass eine Frau dieses Gebet nicht leiten darf. Ob das konkret ist, kann man nicht feststellen, aber man spricht von einem Konsensus.